Oh mein Gott, an diesem Tag kommt der zweite GTA 6 Trailer. Über Gaming. Direkt mal ein Abo. Wir gehen rein. Hallo Leute und herzlich willkommen bei diesem ultra spannenden Video, denn heute geht es mal wieder um GTA 6. Ja Freunde, lange, lange ist es her, wo wir den ersten offiziellen GTA 6 Trailer zu Gesicht bekommen haben. Deshalb ist natürlich die Nachfrage berechtigt, dass man sagt, hey Rockstar Games, wo bleibt der zweite Trailer? Und wie wir Rockstar Games kennen und lieben, wissen wir auch, dass sie gerne Mythen und Easter Eggs verpacken. So wurde auch das Datum des ersten offiziellen Trailers in diesem Code versteckt. Ja, und anscheinend hat es Rockstar Games wieder getan, denn das Sommer-DLC hat einen Code und dieser Code verrät uns, wann der zweite offizielle GTA 6 Trailer kommt. Ja, Freunde, GTA 6 kommt ja Ende 2025, das wurde ja offiziell von Take-Two in der letzten Pressekonferenz bestätigt und deshalb ist es auch langsam an der Zeit, dass wir den zweiten Trailer zu Gesicht bekommen. Normale Unternehmen machen sich das Ganze einfach und sagen, ey, da kommt der zweite Trailer, wartet einfach drauf. Aber wie gesagt, das sind normale Unternehmen, denn Rockstar Games tickt anders. Rockstar Games liebt es einfach auch mit unseren Gefühlen zu spielen und so werden wir immer wieder häppchenweise gefüttert. Oder es läuft komplett nach Rockstar Games und wir bekommen das Release-Datum einfach mal verschlüsselt. Ja, Freunde, ihr habt richtig gehört, Rockstar Games hat wieder zugeschlagen und zwar im neuen GTA Online Sommer DLC. Ja, Freunde, die Hoffnung war natürlich da, dass der Trailer vor dem großen Sommer DLC angekündigt wird, doch leider verläuft das Ganze im Sande. Dass es genau da erscheinen sollte, liegt an der Veröffentlichung, denn normalerweise wurde das Sommer DLC immer einen Monat später angekündigt als jetzt. Und diesen Move hat Rockstar Games bereits auch letztes Jahr getätigt, so kann man jetzt im Nachhinein sagen, Rockstar Games hat einfach eine neue Strategie. So wird das nächste Sommer-DLC wahrscheinlich auch in diesem Zeitraum veröffentlicht. Wie gesagt, das Sommer-DLC wird dann am 25. Juni online gestellt und wenn man sich die Website so im Allgemeinen anguckt und dann runterscrollt, sieht man dieses Bild. Ja, auf diesem Bild sieht man auf jeden Fall die Hauptfigur vom DLC und im Endeffekt natürlich nichts Besonderes. Denken natürlich die meisten, doch Rockstar Games ist da anders gestrickt und Rockstar Games tut nie irgendwas zufällig veröffentlichen. Alles, was man im Bild sieht, hat einen bestimmten Grund und dieses Bild ist auch durch verschiedene Stufen gegangen, bevor es veröffentlicht wurde. Und an alle, die nicht ganz verstehen, was ich meine, erinnert euch mal an dieses T-Shirt vom letzten Jahr. Es ist einfach offensichtlich, dass da irgendwas verschlüsselt wurde. Und so war es ja auch am Ende, wenn man den Code eingibt und diesen quasi umkodiert, kommt folgendes. One day will reveal all. Und dazu gibt es zwei Sachen zu sagen. Erstens, tut mir leid wegen mein Englisch. Und zweitens, übersetzt bedeutet so viel wie, eines Tages werden wir alles offenbaren. Meint Rockstar Games vielleicht GTA 6 damit? Und wenn man dann weiter in diesem Code sucht, sieht man noch einen Hinweis. 12, 5, 23. Und die 09 dahinter dürfen wir auch nicht vergessen. Und genau das war das erste geplante Datum für den Release vom ersten GTA 6 Trailer. Und zwar der 5. Dezember 23 um 9 Uhr morgens. Und zum Thema Zufall kann ich nur Folgendes sagen. Dass wir das Datum da sehen, ist die eine Sache. Aber noch genau die Uhrzeit genau dahinter zu sehen, das ist fast schon wirklich unmöglich. So, und jetzt konzentrieren wir uns über die neueste Thematik. Denn schaut mal das Tattoo von dieser Hauptfigur an. Was sieht man da? Natürlich sticht jetzt jedem verrückten GTA 6 Fan diese VI ins Auge und dieses VI steht für römisch 6 und direkt denkt man sich, boah, krass, das ist der 6, das muss ein Hinweis sein. Doch schauen wir einfach mal weiter. Neben dem VI sieht man auch verschiedenste Zahlen und dieses Tattoo ergibt irgendwo irgendwie keinen Sinn. Und jetzt pass auf, was gerade durch die GTA 6 Community kursiert. Also wir sehen hier eine Billardkugel mit der Nummer 8, dann das VI, eine 1 und eine 2. Und so wird jetzt vermutet, dass am 12. August 24 irgendwas zu GTA 6 erscheinen könnte. Denn das wäre die amerikanische Reihenfolge für ein Datum. Denn sonst könnte es auch der 8.12.24 heißen. Und so würde der zweite offizielle Trailer auch im Dezember kommen. Man muss auch sagen, das klingt alles gerade mega verrückt. Doch wie gesagt, Rockstar Games tickt da anders. Und Rockstar Games ist einfach bekannt dafür, irgendwelche Informationen zu verschlüsseln, sodass wir Fans wie gerade jetzt uns am Ende vorkommen, wie ob wären wir verrückt und würden in je
jedem Bild irgendwas zu GTA 6 sehen. Hauptsächlich ist es auch bewusst von Rockstar Games platziert, damit wir genau diese Gedankengänge haben und damit im Internet spekuliert wird. Die einen sagen dann, ey, Alter, du bist verrückt, was siehst du da für Sechser? Die anderen, ey, das muss ein Hinweis sein, schaut euch das Bild genauer an. Und genau diese Diskussionen geben Rockstar Games einen Hype. Denn egal, ob die Informationen stimmen oder nicht, Rockstar Games profitiert am Ende des Tages trotzdem davon. Denn ich meine, Rockstar Games, bitte. Das VI kann wirklich kein Zufall sein. Und dann kommt noch eine wichtige Sache. Denn der nächste Earning Call, also die Pressekonferenz von Take-Two, findet ebenfalls im August statt. Und wie wir alle in der Vergangenheit mitbekommen haben, findet immer kurz davor, mittendrin oder kurz danach irgendwas Wichtiges statt. Vor allem bezüglich auf GTA 6. Vorletztes Mal gab es die Ankündigung für den ersten GTA 6 Trailer. Und in der letzten Pressekonferenz wurde uns das Datum von GTA 6 bestätigt. Ob jetzt im August wirklich der zweite Trailer erscheint oder nicht, sei dahingestellt. Jedenfalls gibt es noch andere Sachen, die erledigt werden müssen. Erstens die Gameplay-Screenshots zu GTA 6, zweitens der Vorverkaufsstart und dann noch eventuell ein festeres Release-Datum. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass im August Screenshots veröffentlicht werden, der zweite Trailer ebenfalls November, Dezember erscheint, also genau beim Start vom Weihnachtsgeschäft. Denn nach dem zweiten Trailer könnte man auch ein festeres Release-Datum nennen, plus natürlich die Vorbestellung starten, sodass bei Rockstar Games endlich die ersten Dollar reinfließen. Naja, wie gesagt, es gibt nur zwei Optionen. Erstens ist es wirklich ein Hinweis von Rockstar Games und wir sind nicht verrückt. Oder zweitens, wir drehen gerade komplett durch und der Typ hat einfach nur ein hässliches Tattoo. Und wie immer natürlich grüße ich vom letzten Video den ersten und den letzten Kommentar. Grüße gehen raus an Waldis2 sowie Joya Frag _nicht wieso _05.